Und damit seid auch herzlich willkommen hier zu Part 2 von Yu-Gi-Oh! Dual Generation, das Ganze für den Android und iOS. Das Ganze wird emuliert auf dem PC und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es geht weiter in Runde 3 der Kampagne und wo wir gleich dabei sind, können wir mal eben, sind neue Packs verfügbar, also ist uns jetzt egal, komm, egal. Let's go. So, wir sind bei Weevil Underwood, den wir jetzt hier besiegen müssen. Jedes Gebilde bietet eine einzigartige Belohnung für jede der 6 Mal, die du sie besiegst. Beachte jedoch, nach 3 Siegen über das Gebilde wird sein Deck für fortgeschrittene Spieler optimiert. Du wurdest gewarnt. Wunderbar. Duell 2 fängt jetzt an. Werden wir mal schauen. Wir kriegen schaurige Mutter als Siegbelohnung. Dann wollen wir mal schauen, was da so geht. Lightning LP versus Weevil Underworld. Ja, wir wählen den guten alten Stein und verlieren. Läuft. Wir verlieren zwar nur das Steinschere-Papier, aber das Duell werden wir niemals verlieren. Oh, ich fange als erstes an. Läuft bei mir. Mir fällt immer auf, ich halte immer meine Finger auf meiner Tastatur, obwohl ich gar keine brauche. So, wir haben natürlich 2-mal magischen Raumtyphon auf der Hand. Das ist natürlich total low. Das ist nicht schlimm. Wir haben hier noch Raptorflügelschlag. Oh ja, eine können wir doch direkt mal aktivieren. So, machen wir das einmal kaputt. Ne, mehr wollen wir nicht. Mehr wollen wir nicht. Ich habe natürlich jetzt nicht die schönsten Karten, fällt mir gerade mal auf. Ne? Das ist natürlich echt total Käse. Das ist aber ein Empfängermonster. Egal, wir beschwören erstmal hier unseren Kalut der Mondschatten. Ich spiele noch Ruf der Gejagten verdeckt. Und setzen nochmal eben Raptorschlag. Gehen in die Battlephase und schauen mal, was unser Weevil da rumliegen hat. Nein, wir wollen immer noch nicht mystischen Raumtyphon. Die Karte durch den Kampf zerstören, auf den Friedhof gelegt wird. Du. Ach, kannst du eine Karte, bla bla. Irgendwas. Nö. Ist immer ziemlich low, die Karte. Schildwurm. Also man muss dazu sagen, Weevil Underwood hatte natürlich in der Serie ein wesentlich anderes, also beziehungsweise ein ganz anderes Deck, als er es jetzt hier an der Stelle spielt. Oh, verräterisches Schwert, läuft bei dir. Habe ich ja 3 Runden Zeit, schön mein Feld aufzubauen. Das werden wir natürlich auch machen. So, 1600, na, war das? Ja, angreifen könnten wir. Arschlecken, komm. Hä? Mein Gott, ich wollte doch nicht setzen, ich wollte sie aktivieren. Moin! Hat er die Verbindung verloren? Also es ist ja ein NPC. Warum kann ich denn jetzt nicht... Wie low ist das denn? Nach den neuen Duellregeln kann man Schnellzauberkarten nicht mehr vom Feld aus spielen. Das wäre ja ziemlich low, sag ich mal ganz ehrlich. Oder vielleicht, wenn ich in die Battlephase gehe, werde ich gefragt. Oder auch nicht. Ziemlich fail. Scheiß neue Duellregeln seit 2014. Jetzt aber. Weg mit den Scheißdingern. Steh nicht so auf Verteidigungsdecks.
Wie sagt man so schön, der beste Angriff ist die beste Verteidigung. Aber wir haben jetzt schon ein Synchro-Monster auf dem Feld. Läuft bei mir. Na jo, noch, komm, Arschlingen. Ich hab doch kein Monster am Friedhof, warum will ich die Karte aktivieren? Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, jetzt hab ich's. Rüstungsmeister kommt nur in Frage. Na gut. Hä? 1, 2, 3, 4. Moment. Effektmonster. Effektmonster. Empfängermonster. Ach so. Hehe. Ich bin so doof. So. Boah, der Speer oder? Schwierige Entscheidung, um ehrlich zu sein. Ich könnte auch einfach Shura die Morgenröte holen. Shura die blaue Flamme oder Boah der Speer. Shura wäre natürlich besser, um ehrlich zu sein. Ist er denn ein Empfänger? Ich weiß es nicht, ne. Ah, das ist alles so ein bisschen doof gerade. Um ehrlich zu sein. Ach komm, Arschlecken. Wollen wir Shura. YOLO. Ich kann ihn nur nicht rufen. Das ist natürlich ziemlich Käse. So, ihr fragt euch sicherlich, warum diese Synchro-Beschwörung. Dann habe ich wenigstens Mondschatten auf dem Friedhof. Und ich habe ein paar super nette... Ah ja, stimmt. Ich habe ein paar super nette Karten in meinem Deck, die mir erlauben, gewisse Monster auf meine Hand zurückzunehmen. Aber da komme ich nachher noch zu. So, erstmal sein mittleres Monster. Das war hier so durch seine Dev-kleine Motte. Sein Ernst. Und da gehen wir auch noch drauf. Oh, schon wieder eine kleine Motte. Was hat der hier vor? Ansammlung der Mottenplage oder was? Wenn ich Motten bei mir habe, dann hole ich den Kammerjäger. Aber man braucht einfach nur Weasel Underwood. So, mal schauen, was er macht. Viel machen kann er ja nicht. Außer ein verdecktes Monster, um seine Verteidigung weiter aufzubauen. So, jetzt holen wir Shura erstmal. Es sei denn, ich krieg noch einen Bohr. Auch gut. Kalut der Mondschatten. Auch ganz nett. Was darf ich denn jetzt wieder rufen? Also Pegasus. Pegasus will ich aber nicht. Pegasus will ich nicht. So, ich muss natürlich mit ihm angreifen. Sein Ernst? Sein Ernst? Ich mach dir voll die Dev-Kacke. Angriff annullieren, die könnte ich aber auch gut in meinem Deck gebrauchen. Ich habe es aber leider noch nicht aus keinem Boost. Ja, genau. Am Arsch ist. Hier. Nix da. Ich kenne auch hier meine Karten, ey. Ich lass mich doch nicht nutzen. Noob. Schon wieder? Ja, 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 klar. Ja, genau.
Ja. Sein Ernst? Jetzt muss ich aber hier nochmal nachgucken, ey, was er da gemacht hat. Achso. Also, ah, Spiegelkraft ist eh unnötig gerade in dem Duell, aber trotzdem. Scheiß drauf. 2200 Def. Ja, es läuft. Schwarz, geflügelter Drache, den will ich eigentlich ungern jetzt schon rufen. Nein, ich will noch gar nicht rufen, du Spiel doof. So, jetzt aber wieder, zum Deffen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Lack muss der Typ denn haben, ey? Bin ich wieder zwei Monster los, aber was ist da los? Unverschämtheit. Dann soll er mir wenigstens... Oh, der zerstört mir Shura. Der zerstört immer das mit der höchsten ATK. Nicht? Dann ist er ziemlich doof, ey. Hä, was greift der denn jetzt noch an? Er ist doch komplett besoffen. Jetzt kannst du mich echt mal am Arsch lecken. Ich stehe nicht so auf Lebenspunkte verlieren. Oh, Kokon der Evolution. 2 Def. Ist aber nichts geworden. Jetzt hat der aber hoffentlich keine Karte mehr. Ja, 1200 muss ich mir merken. Ist gleich tot. Oh yes! GG. Tschüss. Tschüss, tschüss und adieu. Bam. Natürlich wollen wir den Effekt aktivieren, da haben wir ja die ganze Zeit drauf gewartet. So. Gale der Wirbelwind. Aloha. Hat er eigentlich auch Def? Oder nur ATK? Ah, Def. Ich kann den Effekt nicht aktivieren, weil ich in der Battlephase bin. Aber ist auch unnötig. Wir können nämlich jetzt endlich die Spezialbeschwörung machen, die wir wollten. Eieiei, war das nervig. Ja, ich wäre ziemlich dämlich, wenn ich ihn in Def spielen würde. Ah, jetzt kann ich noch die geflügelte Bestie rufen. Ja, will ich aber nicht. Will ich nicht. Warum ich mit dem Monster in Angriffsposition bin? Damit ich ein paar Lebenspunkte verliere. Oh, da kommt was. Was ist das denn? Dein Ernst? Er geht auf den Death Monster. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Achso, wir könnten theoretisch aktivieren. Moment, Spaß für den Monster. Und das ist doch nett. Fallenauslöser, mein Freund. Natürlich in Angriffsposition, mein Freund. Jetzt bin ich erstmal dran. So, aktivieren wir natürlich noch den Effekt. Gucken, was wir denn da noch so rufen können. Oh, schon wieder nur die Bestie. Ich bin mal Rüstungsmeister. Ich habe doch 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich habe 5. Ich habe nichts gesagt. Und einmal auf die Lebenspunkte. Ja, ich weiß, das tut weh. Es tut mir auch weh, dass du mich beleidigst in Form von Insekten.
Durch seine blöden Death-Karten hat er ganz schön lange überlebt, mein Freund. Schön klein und schmerzvoll. So. Da gehen nochmal 2,5k auf seine Lebenspunkte. Dann bedanke ich mich doch. Ich habe einen Empfänger, ich habe 2 Empfänger auf dem Feld. Das heißt, ich kann meine Feuerkarte auch noch aktivieren. So bin ich sie wenigstens los. Und dann holen wir uns jetzt gleich als Spezialbeschwörung noch ein paar Monster. Wehe, das ist wieder Angriff annullieren, dann kriege ich echt einen Hals. Ne, DNA aktivieren sie können. Oh, danke. Jetzt bin ich ein Insekt. Auch nicht schlecht. Ja, Moment, erstmal mache ich das so. Jetzt kann ich sie natürlich nicht aktivieren. Kann ich jetzt rufen? Das wäre natürlich echt... Oh, endlich. Und adieu. Jetzt aber. Das nenne ich mal eine Konstellation von Ansammlung an Monstern. So. Achso, ich habe wohl vergessen, dass Rüstungsmeister durch die Verteidigung angreifen kann und nochmal einen Boost bekommt. Bringt ja auch nichts. Tja, lieber Underwood, das war's. Das war's endgültig von deinen wunderbaren Life Points. Zack, da geht noch einer drauf. So, und da ich ihn jetzt mit Low Life Points direkt angreife, gibt das nochmal einen kleinen Boost. Tja, da waren die Karten zu früh gesetzt. Ich bedanke mich natürlich bei unserem Underwood. Aber wie würde es besser sein, als schaurige Motte zu bekommen? Jeder Spieler kann bla bla. Ach, kann man nicht lesen. Du hast gewonnen. Dein Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt. Beep, beep. So, damit sind wir natürlich auch theoretisch bei unserem Bandit Keith. Aber den sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Zeit! Für ein Duell. Statur, obwohl ich gar keine brauche. So, wir haben natürlich 2-mal magischen Raumtyphon auf der Hand. Das ist natürlich total low. Das ist nicht schlimm. Wir haben hier noch Raptorflügelschlag. Oh ja, eine können wir doch direkt mal. Gleich dabei sind, können wir mal eben. Sind neue Packs verfügbar. Also ist uns jetzt egal. Komm, egal. Let's go. So, wir sind bei Weevil Underwood, den wir jetzt hier besiegen müssen. Jedes Gebilde bietet eine einzigartige Belohnung für jede der 6 Mal, die du sie besiegst. Beachte jedoch, nach 3 Siegen über das Gebilde wird sein Deck für fortgeschrittene Spieler optimiert. Du wurdest gewarnt. Wunderbar. Duell 2 fängt jetzt an. Werden wir mal schauen. Wir kriegen schaurige Motte als Siegbelohnung. Dann wollen wir mal schauen, was da so... Und damit seid auch herzlich willkommen hier zu Part 2 von Yu-Gi-Oh! Dual Generation. Das Ganze für den Android und iOS. Das Ganze wird emuliert auf dem PC und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es geht weiter in Runde 3 der Kampagne. Und wo wir geht, Lightning LP versus Weevil Underworld. Ja, wir wählen den guten alten Stein und verlieren. Läuft. Wir verlieren zwar nur das Steinschere-Papier, aber das Duell werden wir niemals verlieren. Oh, ich fange als erstes an. Läuft bei mir. Mir fällt immer auf, ich halte immer meine Finger auf meiner Tastatur.